Hallo Freunde, heute habe ich mich dazu entschlossen, ja, ein bisschen Geld in diesen Bohrhammer zu investieren. Und zwar ist es ein Felix-Bohrhammer. Ja, ich habe schon vor Jahren mal so einen gekauft, aber das Modell davor, so ein blaues Design war das. Und das hat mir jahrelang gut gedient. Ein paar Wohnungen habe ich damit renoviert, von meinem Bruder unter anderem. Und ich muss tatsächlich sagen, das Ding funktioniert immer noch. Ich habe es bei meinem Bruder gelassen, weil ich dachte, komm, vielleicht kann er es zwischendurch auch gebrauchen, weil er hat noch eine Wohnung vor sich. Und ja, jetzt war ich bei Aldi und ja, zu dem Preis dachte ich mir, kannst ja erstmal nichts falsch machen. 35 Euro für den Bohrhammer, alles gut. Sieht noch verschlossen aus, also tatsächlich ist nur. Ja, die Hülle so mitgenommen, würde ich einfach mal sagen. Sieht so missbraucht aus. Ich denke mal, damit kann ich erstmal leben, wenn es tatsächlich alles original verschlossen ist. Ich kann euch sagen, das Ding ist definitiv richtig schwer. Deswegen packe ich das mal mit beiden Händen aus. Ja, und direkt das Geniale, was ich wirklich richtig, richtig cool ist, finde bei den Aldi-Produkten, ist tatsächlich. Hallo, wer bist du denn? Da ist immer ein Koffer dabei. Das ist richtig cool, weil man muss sagen, ein Koffer ist eine feine Geschichte. Und ja. Unsere Katze hat einmal die Kiste für sich entdeckt, ganz klar. So. Entschuldigung. Finde ich schon eine richtig gute Geschichte. So, wie gesagt, also sieht erstmal verschlossen aus. Und wir schauen gleich mal, wie verschlossen das Ganze wirklich ist, ob alles in Ordnung ist und ob alles noch dabei ist. So, ja, was soll ich sagen? Sie ist genauso neugierig wie ich. Also sie ist tatsächlich, glaube ich, noch neugieriger als ich. Unsere kleine Katze ist super neugierig. Ja, finde ich erstmal cool. Kontinentalmeister GmbH, Oberkemper Straße 39 in Wuppertal, Germany. Ja. Ob es jetzt wirklich in Wuppertal hergestellt worden ist, lass mal dahingestellt sein. Der Preis ist Hammer. Was finde ich noch Hammer? Bei dem ganzen Zubehör ist etwas dabei, was super wichtig ist. Das war im letzten Paket nicht dabei. Fett. Fett, ich musste extra im Baumarkt kaufen und Fett holen, weil da oben müssen wir Fett nachfüllen, damit das Ganze auch nicht zwischendurch auf einmal lose, wackelig und ratterig wird. Ja, das ist wichtig, zwischendurch immer wieder Fett nachfüllen. Ich finde das echt genial, dass jetzt einfach so eine Fetttube mit dabei ist. Geil. Richtig, richtig geil. Also für mich sieht das erstmal alles original verpackt aus. Also deswegen danke Aldi für den Spitzenpreis. Wir haben hier ein paar Bohrer. Was ist das hier? 18er, 16er und 12er wahrscheinlich. Ein paar Meißel, Tiefenanschlag. Dann eine Aufnahme für normale Bohrer. Ja. Der Schlüssel dafür, Fett. Dann Schlüssel zum Aufmachen von diesen Fetteinfüllstützen da oben. Ja, und die Schlagbohrmaschine selber oder Bohrhammer, wie das da drauf steht, ist auch dabei. Das ist das Wichtigste. Cool. Cool. So, Motorgeschwindigkeit bis Stufe 6. Das ist auch cool. Man kann hier alles einstellen. Das heißt, je schneller das eingestellt ist, umso schneller die Schlagfrequenz, umso besser funktioniert das. Die Einstellung haben wir hier einmal Bohrer, Bohrer, Hammer. Dann hier, das ist eine ganz, ganz wichtige Einstellung. Wenn man Meißel nutzt, ja, dann kann man hier quasi einmal vorne die Meißelrichtung einstellen. Ne? Gerade bei diesem Flachmeißel, wie möchte man ihn haben? Möchte man ihn so haben oder so haben? Ne? Das kann man hier einstellen, wenn man in diese Drehfunktion geht. Richtig gut. Und einmal die Hammerfunktion für Meißel am Ende. Ja, also im Grunde schnell erklärt, nichts Wildes, alle Funktionen drin. Ja, wie man sehen kann, alles noch original verpackt. Und ich denke mal, ich werde hier jetzt keinen großen Radau machen,
Da sieht übrigens irgendwie nach mindestens 3 Meter Kabel aus, mal wieder. Finde ich auch cool. Ist nicht selbstverständlich. Ne, die Kabel werden immer kürzer, die dabei sind. Das ist mal gut. Also für den Preis, was soll ich sagen? Lass ihn mal in der Ecke liegen. So, also ich werde den jetzt natürlich nicht hier im Zimmer ausprobieren. Ich werde jetzt damit auch nichts machen, aber ich werde ihn kurz anschmeißen und das Teil ist auf jeden Fall schwer. So. Man hört, die Meißelfunktion ist vorhanden. So, jetzt gehen wir auf einmal auf die Meißel- und Bohrerfunktion. Das heißt, ob das auch dreht. Ich muss das auch nicht unbedingt heben. Es dreht auch. Es funktioniert wunderbar. Was natürlich ja auffällig ist, aber das wird auch bei anderen Maschinen nicht anders sein, die Lautstärke. Ihr habt gerade gehört, also es ist nicht gerade leise. Unser kleines Kätzchen hat sich gerade versteckt, weil das für sie doch ein bisschen zu laut war. Aber ich würde sagen, Hammerteil, super Preis. Ich denke mal, die Einstellungen habe ich eben gezeigt. Das ist jetzt auch nichts Wildes, was hier auch genial ist. Auch, das war auch bei der alten Maschine so. Wir haben hier so eine Art Stoßdämpfer. Das heißt, die Schläge, die von Hämmern dann kommen, die werden hier so ein bisschen abgefangen und gehen nicht direkt in die Hand aufs Gelenk. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Also wirklich gut. Kostet original 60 Euro, aber ich denke, das Ding ist das Geld auch wert. Weil wie gesagt, meine alte Maschine hat zwei Wohnungen mitgemacht, zwischendurch mal ihre Arbeit geleistet und tatsächlich funktioniert die immer noch. Obwohl wir sie auch sehr, sehr spät gefettet haben. Nicht irgendwie nicht dran gedacht haben, die zu fetten. Und als sie schon angefangen hat, irgendwie komisch zu schlackern, da haben wir gesagt, oh, wir müssen jetzt aber schnell Fett holen. Und ja, trotzdem hat ja alles noch weiterhin funktioniert. Vielleicht nochmal hier, was soll mit dabei sein? Elektropneumatische Hammerwerk, Einsatzwerkzeuge nach dem STS Plus System, ne? Also mit diesem quasi STS Plus, das wird diese Aufnahme sein. Mit 11-teiligen Zubehörpaket, Netzspannung 230-240 Volt, Drehzahlen bis 850 Umdrehungen pro Minute, Schlagzahl bis 3900 Schläge pro Minute. Das ist natürlich schon heftig. Kabellänge 3 Meter, tatsächlich 30 cm. Hammer. Und maximaler Bohrfutterdurchmesser 13 mm. Bohrfutterdurchmesser. Aha, okay, es geht hier um dieses Bohrfutter und da geht maximal 13 mm rein, was gar nicht so schlecht ist. Ja, ich denke mal, soweit ich sehen kann, ist alles drin. Ich bin super zufrieden. Ich schließe das Ding jetzt und ich denke mal, wenn ich das nächste Mal irgendwo die Gelegenheit habe, den Bohrhammer auszuprobieren, dann werde ich das für euch auch sehr gerne tun. Ja, von meiner Seite war es das. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Danke für eure Abos und Likes. Und jetzt fällt mir gerade ein, wollen wir einmal kurz auf die kleinste Stufe hier einstellen und einmal kurz laufen lassen. Das ist doch mal auch eine Idee. So, und? Ihr habt es gesehen. So geht's auch. Das ist aber dann eher dafür gedacht, irgendwie. Ich sag jetzt mal Beton zu mischen. Das haben wir auch damit gemacht. Das hat super funktioniert. Jo, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke für eure Abos und Likes.